Hallo ihr Lieben da draußen. Es ist mega geiles Wetter, 18 Grad und es soll noch steigen bis zu 20. Heißt, ich kann endlich mal die Zeit mit dem RC-Car wieder ausnutzen. Das heißt, ich habe jetzt hier vorne die Taucherausrüstung raufgepackt, einfach als Schutz für meine Kamera, weil ich Angst habe, dass sie mir kaputt geht. Also von daher will ich mal gucken. Wir haben ein ziemlich geiles Gelände ausgesucht. Und zwar genau wo ich mich gerade hier befindet, war ein altes Militärgelände. Ganz vorne befinden sich noch alte Gemäuer und Häuser und so. Und hier hinten haben sie komplett schon alles abgerissen. Also von daher sind hier sehr viele Hügel und so. Und ich glaube zwar nicht, dass das mein Kleiner hier schaffen wird, aber ich will ihn mal heute so ein bisschen richtig testen. Und ihr dürft heute mal mitfahren. Heute ist der Tag gekommen, wo ihr mitfahren dürft. Also, ich will gar nicht viel sabbeln, wir lassen jetzt einfach die Karre fahren. Es ist auf jeden Fall nicht leicht, weil ich jetzt ja auch nicht gerade das beste Auto habe für den Anfang, sage ich mal, hat es noch nicht so viel Power. Und dann über einen Hügel zu kommen, ah, ich sag euch, das ist schon nicht leicht. Das habt ihr in der Aufnahme bestimmt gemerkt, wie es einfach mal so. Aber das gehört auch dazu, Übung macht den Meister. Und irgendwann werde ich mir mal neue RC-Cars kaufen, die ein bisschen mehr Power haben. Und dann will ich mal gucken, wie es dann aussieht, wenn man dann mit der Kamera so über den Berg so abgeht. So. Mal gucken, wie das aussieht. So, wir befinden uns jetzt gerade in den oberen Teil. Das heißt, da sind auch Lost Place Häuser. Und ich möchte mit dem RC-Car einfach mal über ein Lost Place fahren. Einfach mal gucken, wie die Aufnahmen sind. Mal gucken, ob euch das gefällt. Aber erstmal einen Schluck trinken. Man glaubt es nicht, ey, die Temperaturen steigen. Es ist so geiles Wetter. Und das nutze ich natürlich auch aus. So Leute, weiter geht's, oder? Thank you.
So, ihr Lieben, ich hab's geschafft. Ihr glaubt es kaum. Ich habe gedacht, geil, durch eine Pfütze fahren ist echt cool, kommt richtig geil rüber, gibt bestimmt geile Aufnahmen. Endeffekt ist aber, jetzt habe ich wohl die Lenkung im Arsch gekriegt, also es geht nicht mehr nach links und rechts. Typisch Dusi, kriegt alles kaputt, auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken, ob ich das gute Ding nochmal repariert kriege. Dankeschön fürs Reinklicken, fürs Zugucken und wir sehen uns.